Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Eine glatte Lüge von Walter Ulbricht, damals Staatschef der DDR. Zwei Monate später, im August 1961, wird sie doch gebaut, die Berliner Mauer. Die Grenze zu Westdeutschland hat der sozialistische Staat schon 1952 abgeriegelt, drei Jahre nach seiner Gründung. In Berlin aber, geteilt in die Sektoren der Sowjetunion und der westlichen Alliierten, ist die Grenze noch leicht passierbar. Allein im Sommer 1961 fliehen tausende DDR-Bürger nach West-Berlin. Am 13. August ist Schluss. Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik lässt eine Mauer um den Westteil der Stadt errichten. Der Maler Matthias Köppel hat das von West-Berlin aus miterlebt. Das waren also große Platten, etwa so hoch. Und da haben sie noch ein paar Steine obendrauf gemauert. Es war für einen Handwerker, muss es ein furchtbarer Anblick gewesen sein von der Technik. Mein erster Gedanke war, das kann nur vorübergehend sein. An die Mauer erinnert heute eine doppelte Reihe Pflastersteine wie hier im einstigen Ostbezirk Pankow. Auch das Leben des Ostberliner Musikers André Hermlin war durch die Mauer geprägt. Der Sohn des DDR-Literaten Stefan Hermlin kam vier Jahre nach deren Bau zur Welt. Eine Regierung, die gezwungen ist, ihre Menschen einzusperren, damit die Menschen nicht davonlaufen, das ist eine Bankrotterklärung. Wenn sie so etwas tun müssen, dann sind sie gescheitert. Und die DDR war natürlich allerspätestens mit dem Mauerbau gescheitert. Die Mauer gab es sozusagen in echt und es gab die virtuellen Mauern in diesem Land. Die Mauer, die Meinungen unterdrückte. Die Mauer, die Menschen ins Gefängnis brachte. Mit der Zeit wird die Grenzanlage mit Fahrzeugsperren und Kontaktzäunen immer mehr aufgerüstet. Doch das kann den Fall der Mauer nicht verhindern. Am 9. November 1989 überqueren die Menschen zum ersten Mal wieder ungehindert die Grenze im lange geteilten Berlin. Auch dieses Ereignis hat Matthias Köppel auf Gemälden festgehalten. Mehr als 30 Jahre ist das jetzt her. Was ist geblieben von der Berliner Mauer? Ich sehe sie immer noch. Wenn ich irgendwo lang gehe, wo sie war, gucke ich direkt. Hier lief sie so und so. Eine wichtige Lehre ist, dass Mauern nicht funktionieren. Mauern brechen. Irgendwann brechen sie. Aber dann sollten wir doch daraus lernen, keine neuen Mauern zu bauen. Aus den ehemaligen Todesstreifen sind längst wieder pulsierende Orte geworden. Auch wenn von der Berliner Mauer nicht mehr viel übrig ist, in der Erinnerung zahlreicher Menschen bleibt sie noch immer sehr präsent. Dieser Rest der Maueranlage steht an einem besonderen Ort, nämlich mitten auf einem Friedhof in der Mitte der Stadt. Unglaublich aber war, die Mauer durchtrennte sogar Friedhöfe. Und wenn ein System keinen Respekt vor dem Tod hatte, tja, wie sah es da mit der Liebe aus? Davon kann Sigrid Krause ein trauriges Lied singen. Sie lebte mit ihrem Mann damals im Osten. Als sich am 13. August 1961 die letzte Grenze schloss, da war ihr Mann gerade zu Besuch in seiner Heimatstadt im Westen. Und wie die Geschichte ausging, das hat uns die heute 84-Jährige in Magdeburg selbst erzählt. Dieses Bild hatte mein Mann 30 Jahre mit sich rum in der Brieftasche gehabt. Ich hatte leider kein Bild mehr gehabt. Das ist das Hochzeitsbild unserer ersten Ehe am 21.09.1957 in Magdeburg. Und dieses Hochzeitsbild ist gemacht am 21.09.1992, auch auf dem gleichen Standesamt in Magdeburg, bloß fast 30 Jahre später. Sigrid Krause erzählt, wie die endgültige Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland ihr Leben für immer verändert. 1961, mein Mann hatte ja in Osnabrück eine Wohnung und da wollte ich hin. Und dann war am 13. August die Mauer und da war es aus mit Familie Krause. Da haben wir uns bis 1992 nicht wieder gesehen, weder gesprochen. Seit 1952 war die deutsche Grenze nur noch in Berlin passierbar. Sigrid Krause will in den Westen und reist Anfang der 50er Jahre aus. Vom ostdeutschen Magdeburg über Berlin bis ins westdeutsche Osnabrück. Dort lernt sich das Paar bei einem Kinobesuch kennen.
Sigrid bleibt. 1957 besuchen sie die Familie von Sigrid Krause in ihrer Heimatstadt Magdeburg in der damaligen DDR. Sie heiraten und bleiben nun dort. Doch weil Erich aus dem Westen kommt, wird er vom Staatssicherheitsdienst schikaniert. Man glaubt, er sei ein Spion. 1961 geht er deshalb zurück in den Westen nach Osnabrück, wartet auf Sigrid und mietet eine Wohnung. Doch dann wird in Berlin die Mauer errichtet. Die letzten Worte waren, die wir gesprochen haben: Wir treffen uns Nachmittag in der Stadt und wollten uns ein Schlafzimmer kaufen. Der Mauerbau stoppt die letzte Möglichkeit, über Ost nach West-Berlin und von dort nach Westdeutschland zu kommen. Die Mauer teilt auch die Liebe von Sigrid und Erich Krause. Ihre Briefe fängt die Stasi ab. Ein Telefon hat Sigrid Krause wie viele DDR-Bürger nicht. Der Kontakt bricht ab, die Ehe wird geschieden. Berlin 2021. Die Gedenkstätte Berliner Mauer. Der Historiker Frank Wolf setzt sich wissenschaftlich mit der Geschichte der deutschen Teilung auseinander. Die Familie Krause wurde natürlich auch durch diese Mauer zerstört, aber die Mauer ist hier natürlich nur letztlich der Ausdruck davon, dass sie nicht einfach gehen konnten. In erster Linie wurden sie durch die Papiermauern zerstört, die verhinderten, dass sie einen Ausreiseantrag stellen konnten, die verhinderten, dass sie sich regelmäßig besuchen konnten, die Rechte, Menschenrechte dieser Familie entzogen. Sigrid Krause heiratet einen anderen Mann, bekommt Kinder. Doch diese Ehe wird nach 15 Jahren geschieden. Dann nimmt das Schicksal eine glückliche Wendung. Am 9. November 1989 geschieht das Unglaubliche. Die Mauer fällt. Die Menschen aus Ostdeutschland können endlich wieder in den Westen. Nach dem Mauerfall versucht Sigrid Krause wieder Kontakt zu ihrem Erich aufzunehmen. Am Telefon erreicht sie ihn nicht. Sie schreibt eine Postkarte. Und kurz darauf geschieht das Wunder. Erich taucht in Magdeburg auf. Er kam im Fahrstuhl und mit dem Fahrstuhl stand er mit dem riesen Blumenstrauß. Ja, da haben wir uns nach 30 Jahren wiedergesehen erstmal. Ja, ich habe mich gefreut, er hat sich gefreut, aber wir mussten uns ja erstmal annähern. Wir haben ja 30 Jahre uns nicht gesprochen, nicht gesehen. Man kann ja denjenigen nicht gleich um den Hals fallen. Das geht ja nun nicht. Die Liebe entflammt erneut. Und so heiratet das Paar 1992 zum zweiten Mal. Die beiden haben 8 glückliche Jahre, bis Erich Krause stirbt. Ich kann sagen, nach dem Tod meines Mannes hätte ich mich für niemanden interessiert. Denn mein Mann war für mich einmalig gewesen. Für mich der Supermann. Eine Liebe in Deutschland, vor dem Bau der Mauer und nach dem Fall. Die Oberbaumbrücke hier hinter mir ist heute fast so etwas wie eine Partymeile. Früher war es aber einer der ganz wenigen Grenzübergänge zwischen Ost und West, allerdings nur für Fußgänger. Ja, und so eine Bootsfahrt auf der Spree, die ist heute natürlich wunderschön. Früher war hier die Spree aber auch Teil der Grenze. Eine natürliche Grenze sozusagen. Und etliche, die versuchten, vom Osten in den Westen hinüberzuschwimmen und zu fliehen, die sind bei dem Versuch ertrunken oder wurden sogar erschossen. Und das Spreeufer, das hat sich seit dem Mauerfall 1989 natürlich auch sehr verändert. Unsere Euromax-Reporterin Diana Pinheiros ist jetzt für uns auf den Spuren der Mauer unterwegs. Ein ehemaliger Wachturm in Berlin, heute ein Ort für die Kunst. Die einstige Sperrzone im Grenzgebiet. Daneben liegt heute ein alternatives Stadtquartier. Dort, wo die Mauer die Menschen trennte, befinden sich heute etliche Kulturstätten. Hallo, ich bin Euromax-Reporterin Diana Pinheiros. Ich werde Ihnen 4 Orte zeigen, an denen nach dem Mauerfall etwas Neues entstanden ist. Los geht's! Im früheren Ostteil der Stadt ist jetzt das Künstlerdorf Holzmarkt 25 ansässig. Im Schatten der Mauer war das Areal ein Niemandsland. Lange passiert nichts. 2003 entsteht auf dem Brachland zunächst ein Techno-Club und später das Kulturzentrum. Also ich glaube, den Holzmarkt, der konnte nur hier entstehen, nur in Berlin und auch nur an diesem Ort. Hier konnte ganz lange keine Stadt wachsen, das war eine Narbe. Und daraus hat man natürlich eine Situation vorgefunden, dass man Gestaltungsspielräume hatte, dass es Freiräume gab, die noch nicht bebaut waren und die noch nicht beplant waren.
Insgesamt 302 Wachtürme standen auf dem Todesstreifen und waren Teil eines brutalen Grenzsystems. Heutzutage sind nur noch wenige erhalten. Von diesem Wachturm wurde einst die Grenze zwischen dem Ostberliner Bezirk Treptow und dem Westberliner Bezirk Kreuzberg kontrolliert. Heute ist der Turm ein Ort der Kunst und steht unter Denkmalschutz. So sah der Wachturm nach dem Mauerfall aus und so sieht es heute aus. Es ist unglaublich, sich zu vorstellen, dass vor 60 Jahren von Türmen wie diesen auf Menschen geschossen wurde. In dem 10 Meter hohen Bau befinden sich inzwischen Ateliers für Kunstschaffende. Auch Ausstellungen und Events finden hier regelmäßig statt. Der geschichtsträchtige Ort wird vom Künstlerkollektiv The Watch betreut. Warum ist es so wichtig, Kunst hier in einem Wachturm auszustellen? Also den Turm zu aktivieren ist wichtig, weil wir jetzt mehr als 30 Jahre nach Mauerfall nämlich eine neue Frage von solchen Symbolik irgendwie arbeiten müssen. Was bedeutet das eigentlich 2021 in einem ehemaligen Turm, die ein Grenzapparatus gehörte, zu arbeiten? Es ist wichtig, da Künstler und Künstlerinnen einzuladen, die immer wieder diesen Ort irgendwie neu besetzen und neu definieren. Und natürlich ist die Eastside Gallery immer einen Besuch wert. 1,3 Kilometer, das längste noch erhaltene Stück der Mauer in Berlin. Heute, auf der früheren Ostseite, eine Freiluftgalerie. Die Bilder wurden erst nach dem Mauerfall gemalt. Zu DDR-Zeiten war das unmöglich. Am Spreeufer sind viele Cafés und Grünflächen entstanden. Die Mauer kann man sich hier auch von der unbemalten Rückseite anschauen. Ich habe die Inside-Galerie schon oft gesehen, aber noch nie aus dieser Perspektive. Ich kann mir Berlin nicht als geteilte Stadt vorstellen. Sogar auf dem Wasser gab es einen Grenzverlauf. Hier, wo sich heute auf der Spree ein schwimmender Pool befindet, patrouillierten einst Grenzsoldaten mit Booten auf dem Fluss. Das Badeschiff ist städtisches Kulturprojekt und Touristenmagnet. Diana Pinheiros trifft den Architekten und die Kuratorin. Warum haben Sie sich für diesen Ort entschieden? Das hängt eben mit dem Grenzverlauf zusammen. Und der Grenzverlauf war eben natürlicherweise die Spree. Das hat natürlich auch viel mit der Wassersituation gemacht. Und wir wollten diesen Zugang wieder öffnen. Reste der ehemaligen Grenzanlage auf der Spree kann man heute noch von hier sehen. Heute habe ich sehr viel gelernt und ich bin ganz begeistert, was nach dem Mauerfall alles Neues in Berlin entstanden ist. Und jetzt, dass ich schon hier bin, muss ich natürlich eine Runde schwimmen gehen. Uiuiui, das ist schon ein bisschen frisch. Aber der Blick ist wunderschön. Das hier ist der legendäre Mauerpark. Und der heißt natürlich nicht ohne Grund so Mauerpark. Denn auch hier war früher Sperrzone. Und so ein buntes Treiben wie heute, das gab es früher nicht. Aber trotz der Reisebeschränkungen, der tödlichen Grenzen und der Überwachung durch den Staat, die Menschen hatten natürlich auch ein ganz normales Leben mit Familie und mit Freunden. Und einige hielten diese unbeschwerten Alltagsmomente mit einer Super-8-Kamera fest. Ein Archivprojekt will einige dieser privaten Filme wieder sichtbar machen. Ost-Berlin. Barbara Langerwisch 1974 und heute. Die Ostdeutsche war damals das erste Mal zu Besuch in der damaligen Hauptstadt der DDR. Durch das Brandenburger Tor zu spazieren, vor knapp 50 Jahren undenkbar. Denn es stand mitten im Grenzgebiet. Heute gilt es als Symbol der deutschen Einheit. Die Sehnsucht, in den Westen zu kommen, war sehr groß, das muss ich schon sagen. Wir haben mit der Mauer zwar gelebt, weil sie war immer da, aber als Kind habe ich mich schon fürs Reisen sehr interessiert, für ferne Länder, habe darüber gelesen. Diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen, gefilmt von ihrem Ehemann, geben intime Einblicke in das Leben des jungen Paares. Und eigentlich waren sie nie für die Öffentlichkeit bestimmt. Bis Alberto Herskowitz kam. Für das Projekt Open Memory Box erstellte er mit einem internationalen Team die größte Sammlung privater DDR-Schmalfilme. Mehr als 2200 Filmrollen, die er im Bundesarchiv in Berlin lagert. Seit 2019 sind sie online abrufbar. Es gibt ja viele Menschen, die noch nie im Osten waren. Und vielleicht auch umgekehrt. Ja.
Und deshalb ist das Projekt von besonderer Bedeutung, weil es einfach auch so diesen Zugang schafft zu dem, was wir nicht kennen und vielleicht ein bisschen bekannter macht. Der Dokumentarfilmer wurde im Jahr des Berliner Mauerbaus 1961 im argentinischen Buenos Aires geboren. Aufgewachsen ist er in West-Berlin. Nach einem öffentlichen Aufruf schickten ihm ehemalige DDR-Bürger rund 400 Stunden Filmmaterial. Die Sichtung und Digitalisierung dauerte 6 Jahre. Das ist ja ein Material, das kommt aus der DDR, das heißt ein kommunistisches, kleinbürgerliches Regime. Die Frage, ist das hier ein Material, was sich schnell selbst erklärt als ein Ostmaterial, würde ich erstmal sagen, nein. Das ist ein privates Material, private Erinnerungen und die ähneln unseren Vorstellungen von privaten Abbildungen, würde ich mal sagen. Auch Lutz Schadtger hat seine privaten Schmalfilme gespendet. Diese Aufnahmen sind 1983 entstanden, gefilmt von einem Freund. Seine damalige Frau und der gebürtige Berliner verbrachten viel Zeit in Brandenburg, wo er heute noch lebt. Frisch verliebt und freizügig im eigenen Garten. Lutz Schadtger erinnert sich gern. Klar, hätte man gerne ein schönes Auto gehabt oder einfach überhaupt nur ein Auto. Aber so rein menschlich mit meinen Freunden war die Situation einfach entspannter vielleicht als heute. Jeder hatte ja irgendwie Arbeit. Also dieses Thema, was machst denn du, wie geht's denn dir, das bezog sich nicht aufs Wirtschaftliche, sondern die Frage, mit wem bist denn du befreundet und mit wem hast denn du Spaß. Das waren so die Thema Nummer eins war Liebe und Sex und nicht Arbeit und Zukunft. Lutz Schadtger arbeitet heute als freischaffender Künstler. Zu DDR-Zeiten war er kein Oppositioneller, aber auch kein Anhänger des sozialistischen Systems. Ende der 1980er Jahre beeindrucken ihn die Reformen in der damaligen Sowjetunion, die letztlich zum Mauerfall führen. Als mit Gorbatschow dann diese Öffnung, diese Perestroika kam, dann war das so unglaublich, dass ich gar nicht glauben. Und dann öffnete sich die Mauer und die Menschen fielen sich in die Arme, so als wenn sie auch immer zusammengehört hatten. Das war schon, ja, da habe ich heute noch immer feuchte Augen, wenn ich das sehe. Auch wenn man sich in der DDR so manchen Wunsch nicht erfüllen konnte, das Projekt Open Memory Box zeigt, wie die Menschen hinter dem eisernen Vorhang ihr Leben lebten. Und das sah manchmal recht ähnlich aus wie im Westen.